Hallo zu Follow Me Around. Ich bin heute im neuen Klimaquartier in Esslingen und treffe dort den Energieplaner Tobias Nusser. Er arbeitet beim Unternehmen EGS Plan. EGS steht für Energie, Gebäude und Solartechnik. Tobias Nusser und sein Team haben ein komplett klimaneutrales Quartier hier konzipiert. Was seine Arbeit für einen Impact hat und wie sein Berufsalltag aussieht, das will ich heute herausfinden. Und jetzt treffe ich Frau Walter von der Stadt Esslingen, die auch an dem Projekt beteiligt ist, weil ich es total spannend finde, wie Kommune und Energieplaner an diesem Projekt zusammenarbeiten. Was für uns natürlich immer besonders interessant ist, wie sind Sie denn zu Ihrem Job gekommen? War das denn ganz geradlinig? Haben Sie direkt gewusst von Anfang an? Oder gab es da gewisse Umwege vielleicht sogar? Es gab schon ein paar Umwege. Ich habe angefangen mit einem Pädagogikstudium. Ja. Und nachdem ich das abgeschlossen hatte mit dem ersten Staatsexamen, bin ich eingestiegen in die marine Ökologie. Da kam dann auch der Klimawandel und der Klimaschutz mit rein. Es ging sehr um Erwärmung der Meere, welche Folgen hat das. Nachdem das fertig war, habe ich Biologie-Schulbücher gemacht für ein paar Jahre. Und dann kam die Stelle in Esslingen, in meiner alten Heimat. Und ich dachte, das passt, das ist mein Interessensbereich, musst du dich bewerben? Und es hat tatsächlich funktioniert. Und so bin ich hier gelandet im Stadtplanungsamt beim Sachgebiet Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Und wir sind jetzt hier in dem klimaneutralen alten Güterbahnhof der Stadt Esslingen. Und da vielleicht noch die Frage, wie sind Sie dazu gekommen, beziehungsweise was ist Ihre Aufgabe hier? Sie haben vollkommen recht, dieses Stadtviertelquartier ist im Betrieb klimaneutral geplant. Die Stadt hat da schon so ein bisschen ihren Anteil dran, weil im städtebaulichen Vertrag, der für dieses Quartier abgeschlossen wurde, der klimaneutrale Betrieb festgeschrieben wurde. Und wir von der Stadt sind Hauptantragsteller des Förderantrags und sind innerhalb des Projektes zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Wie kann ich mir denn Ihren Arbeitsalltag konkret vorstellen? Ja, das ist tatsächlich ziemlich weit gefächert. Wir decken bei uns im Sachgebiet einiges ab. Also wir haben auf der einen Seite natürlich den Klimaschutz. Der hat auch recht große Priorität. Wir kümmern uns aber auch um die Klimawandelanpassung, versuchen da Projekte anzustoßen. Was auch noch bei uns liegt, sind die Umweltaspekte der Bauleitplanung. Das heißt, wenn jemand bauen möchte, was muss beachtet werden, damit wirklich das Umweltrecht ausreichend umgesetzt ist. Wir beschäftigen uns hier mit der Gewässerökologie. Wir haben in Esslingen recht viele Bäche, Bachtäler. Da haben wir große Stadtentwicklungsprojekte bei uns im Sachgebiet entwickelt, um die aufzuwerten. Wir beschäftigen uns mit Emissionen, da geht es um Lärmschutz, da geht es aber auch um Luftreinhaltung. Das war vor ein, zwei Jahren ein sehr, sehr großes Thema, das hat, glaube ich, auch noch jeder im Hinterkopf. Und dann eben mit Leuchtturmprojekten wie diesem hier, das dann, wenn man immer so böse sagt, on top kommt, das ist natürlich dann nochmal zusätzliche Arbeit, die aber unglaublich viel Spaß macht und natürlich direkt bei uns ins Aufgabengebiet fällt. Das klingt doch ganz spannend und vielfältig. Wenn ich das jetzt im Kopf so mir durchgehen lasse, ist es dann ungefähr so, dass Sie praktisch 50% im Büro sind und die anderen 50% unterwegs auf irgendwelchen Projekten in der Stadt oder sich anschauen gewisse Stadtteile? Also das ist im Jahr relativ unterschiedlich, was wann stattfindet. Aber Büro ist jetzt schon ein großer Teil. Also wir sind nicht nur draußen. Mit am Projekt beteiligt ist ja auch EGS-Plan. Mich würde interessieren, wie war die Zusammenarbeit dort? Also der Tobias Nusser ist unser direkter Projektleiter, das heißt, hat den absoluten Hut auf bei allem, was die Partner und Partnerinnen tun. Ja. Und wir haben natürlich sehr viele Rücksprachen. Es werden natürlich auch Wünsche geäußert an uns, aber dann eben auch von der Stadt, wenn es jetzt eher um die Städteplanungsaspekte geht und auch die Stadtentwicklung, natürlich auch von uns zurück an die Projektleitung. Das heißt, dass bestimmte Dinge, die wir uns vielleicht in der Planung etwas konkreter vorstellen oder schon Pläne haben, die aber vielleicht mit den technischen Notwendigkeiten nicht unbedingt übereinstimmen. Und das kann herausfordernd sein, aber bisher haben wir das super hingekriegt. Jetzt treffe ich den Energieplaner Tobias Nusser, der da oben schon auf mich wartet. Hallo Tobias Nusser, freut mich noch mal ganz arg, dass du dir Zeit genommen hast und dass wir heute hier oben mit dieser tollen Aussicht sind. Ja, hallo, gerne. Dann habe ich mir die Zeit genommen und ja, ich freue mich auf den Tag heute mit dir. Wunderbar. Wir sind ja in Esslingen. Vielleicht kannst du sagen, wo genau sind wir denn hier gerade? Ja, wir sind hier im Klimaquartier der Neuen Weststadt. Die Neue Weststadt, das ist ein neues Quartier, das aktuell am Entstehen ist.
Wir haben hier den ehemaligen Güterbahnhof, hier in zentraler Lage in Esslingen, und der im Rahmen von einer Konversionsmaßnahme neu entwickelt wurde. Wir haben hier ein Quartier, in dem zukünftig rund 500 Wohneinheiten entstehen, Gewerbe im Untergeschoss. Hier angrenzend wird ein großer ein Gebäude, ein Hochhaus entstehen, sogenannte Crystal Rock. Und weiterhin angrenzend, auch ein wichtiger Bestandteil der neuen Weststadt, wird der Neubau der Hochschule sein. Also ein Mischgebiet aus Wohnen, Gewerbe als auch Bildung macht dieses Quartier dann am Ende aus. Und das Ganze ist klimaneutral geplant, richtig? Absolut richtig. Die neue Weststadt ist auch ein Klimaquartier mit dem Ziel, Klimaneutralität zu erreichen. Wir haben hier wirklich was Besonderes umgesetzt bekommen, hier in Esslingen, was in gewissem Maße auch pilothaft übertragbar ist auf andere Quartiere in Deutschland. Das Besondere sieht man eigentlich schon hier, wenn man hier mal den Blick schweifen lässt über die Dächer. Wir brauchen für das Ziel der Klimaneutralität in Deutschland die Solarisierung. Photovoltaik auf allen Gebäuden. Wir brauchen einen Faktor 5 ausgebaut zu dem, was wir heute haben. Und das haben wir hier, ich finde, sehr konsequent in der neuen Weststadt realisiert. Wir haben wirklich die Gebäude genutzt, um lokal erneuerbare Energien in Form von Photovoltaik nutzbar zu machen. Du hast ja schon gesagt, Hochschule, Gewerbeeinheiten, 500 Wohneinheiten. Und in diesem Riesenprojekt, was war denn deine Aufgabe da dabei? Wir als Energieplaner sind zuständig für die Entwicklung von dem Energieversorgungskonzept. Und das Energieversorgungskonzept ist, denke ich, das Herzstück, was diese Klimaneutralität hier in der Weststadt ausmacht. Wir hatten es gerade gehört, die Photovoltaik ist ein zentrales Element, um dieses Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. Was wir aber hier in der neuen Weststadt noch gemacht haben, wir haben erstmalig einen Elektrolyseur in die Stadt geholt, in das Quartier, um hier mit erneuerbarem Strom grünen Wasserstoff herzustellen. Die Aufgabe von dir und von EGS-Plan war praktisch der technische Part sozusagen. Wie bekommen wir das ganze Quartier hier klimaneutral? Also muss ich das so vom Prozess vorstellen. Wir haben ganz am Anfang haben wir die Energiekonzeption. Dort werden die Ideen entwickelt, was überhaupt der Bauherr, der Auftraggeber wünscht. Wir haben dann von der Konzeption die Überführung dieser Ideen in die Planung. In der Planung, da sind dann meine Kollegen dann im Unternehmen tätig, die dann auch wirklich auf der Baustelle sind, die Pläne anfertigen und auch überwachen, dass das, was geplant wurde, auch entsprechend installiert wurde. Dann der nächste Schritt ist die Inbetriebnahme, wirklich die Anlagen in Betrieb genommen, zu schauen, funktionieren die überhaupt so, wie man es geplant hat. Wir sind jetzt hier auch auf der Suche nach Jobs mit Sinn. Und man hat ja schon gesehen, es ist natürlich ein Job, wo du ganz aktiv dabei mitwirkst, Klimaschutz voranzutreiben. Inwiefern bewertest du deinen Job oder die Dinge, die du tust, David? Ich will es nicht zu hoch hängen. Man ist immer noch eine Einzelperson, die in einem Projekt mitwirkt. Was aber natürlich damit verbunden ist, gerade in so einem Pilotprojekt wie hier in Esslingen, das hat natürlich eine ganz große, zum einen nach außen eine Ausstrahlung. Wir haben eine Erreichbarkeit von vielen anderen Personen, Fachkreisen oder auch die interessierte Öffentlichkeit, sodass wir zu diesem Thema sensibilisieren können. Das ist das eine. Und das andere, was, denke ich, auch das Spannende und auch das Befriedigende ist in diesem Job, ist, ich drehe mich einfach mal nur um. Wir haben dieses Projekt von Anfang an begleitet. Wir haben das aus der Konzeptphase mit Präsentationen und Skizzen entwickelt. Und wir sehen am Ende nach mehreren Jahren, dass hier etwas entstanden ist, das Realität geworden ist. Wir schauen auch den Blick in die Zukunft. Also wo geht der Weg hin? Auch das zeigen wir auf. Und das ist, glaube ich, auch das Spannende, dass wir in unserem Beruf nicht nur an konkreten Projekten arbeiten. Wir arbeiten auch in Form von Studien, Forschungsprojekten dran, wo wir zum Beispiel für Bauministerium oder Wirtschaftsministerium die Wege aufzeigen. Wie kann denn Klimaneutralität oder Klimaschutz in Deutschland funktionieren? Mit welchen Technologien etc.? Und wenn wir dann sehen, dass diese Empfehlungen oder Erkenntnisse aus unseren Studien heraus auch gehört werden, das ist auch schon, sag ich mal, ein schönes Gefühl. Beim klimaneutralen Quartier hier, wie einfach war es denn für dich, deinen eigenen Anspruch an Nachhaltigkeit hier wirklich gerecht zu werden? Es gibt auch sicherlich Punkte, wo man gesagt hätte, da könnten wir besser sein. Thema nachhaltiges Bauen, auch immer das ein Thema der Materialität. Fragestellung ist ja auch immer, warum baut man nicht mit Holz? Hier wurde klassisch gebaut. Das wäre sicherlich ein Punkt gewesen, wo man gesagt hat, da lassen wir doch unsere Expertise mehr mit einfließen. Das sind dann aber andere Gründe, Thema Bauabläufe, Bauprozesse, dass wir da vielleicht nicht zu früh oder frühzeitig mit involviert waren und da vielleicht unsere Expertise gar nicht einbringen konnten. Das ist dem vielleicht geschuldet.
Also diesen Nachhaltigkeitsanspruch, sag ich mal, ist zu einem hohen Maß hier erfüllt, aber man kann auch immer noch ein bisschen drauflegen. Wenn ich das so gehört habe, bist du ja doch sehr zufrieden mit deinem Job. Kannst du dir auch vorstellen, die nächsten 20 Jahre den praktisch weiterzuführen? Ja, kann ich. Also zum einen, das Thema ist das, was ich machen will. Klimaschutz, erneuerbare Energien, das ist das, was ich studiert habe, was ich im Berufsalltag arbeiten wollte. Und das, wenn ich die letzten 11 Jahre zurückschaue, habe ich damit erfüllt. Also das kann ich alles machen. Und dadurch, dass wir bei uns im Unternehmen diese Situation haben, wir sind die Firma EGS Plan, das Ingenieurbüro. Gleichzeitig sind wir im Netzwerk auf der anderen Seite mit unserem Steinbeis Innovationszentrum Energie Plus in der Forschung tätig. Das heißt, wir haben diese zwei Welten der Forschung, Theorie und am Ende mit der Planung und der Umsetzung mit den Blickweisen aus der Praxis. Und diese Erfahrung und das Wissen bringen wir in unseren Konzepten zusammen. Und das ist letztendlich ganz spannend. Das sind diese vielen Bereiche, die bringen eine Vielfalt rein, auch in dem Alltag, in dem ich arbeite. Also das sind eben unterschiedliche Projekte, ob die jetzt auf Gebäudeebene angedockt sind, wo wir Konzepte für einzelne Mehrfamilienhäuser machen, wo wir Infrastrukturprojekte planen oder ob das Quartiersprojekte sind, ob das jetzt Studien sind, die wir für Landesbehörden oder Bundesbehörden erstellen. Diese unterschiedlichen oder diese Vielfalt, die wir in den Projektaufgaben haben, die macht es absolut nicht langweilig und deswegen, ich freue mich auf alles, was neu dazukommt. Monat für Monat kriegen wir neue Projekte rein, wo wir dann auch mal sagen, wow, sowas haben wir noch nie gemacht, aber wir können das leisten. Und das ist das, was dann auch Spaß macht und nicht langweilig wird. Mich würde es noch voll interessieren, wie denn der Wasserstoff genau hergestellt wird. Ja, das können wir anschauen. Wir gehen ein paar Stockwerke tiefer in die Energiezentrale, dann siehst du es. Machen wir. In welchem Raum sind wir denn jetzt hier angekommen? Ja, wir sind hier tatsächlich im Herzstück der neuen Weststadt, im Raum, wo sich die Elektrolyse befindet. Die Elektrolyse, das ist diese Anlage hier, mit der spalten wir mit Hilfe von erneuerbarem Strom Wasser in seine Grundbestandteile Wasserstoff und Sauerstoff um. Die Anlage, die hat eine Kapazität, dass wir damit rund Größenordnung 90 Tonnen Wasserstoff im Jahr produzieren können, damit du diese Menge mal besser einordnen kannst. Das ist ungefähr der Energieinhalt, umgerechnet jetzt zum Beispiel in Strom, was ungefähr 700 Haushalte im Jahr benötigen oder eine andere Größe. Diese Energie entspricht rund 280.000 Litern Öl, die wir hier jährlich hier in Form von grünem Wasserstoff erzeugen. Toll, die Energiewende mal hier ganz konkret vor Ort zu sehen. Und jetzt begeben wir uns ins Büro von Tobias Nusser und schauen mal, wie so eine Anlage in der Planung entsteht. Und wie bist denn du dazu gekommen, dass du jetzt hier in diesem Büro sitzt? Warum sitze ich hier im Büro? Ich habe schon früh nach der Schule entsprechend die Weichen gestellt. Was muss man als Energieplaner studieren? Etwas mit dem Schwerpunkt Energie. Ich habe Maschinenbau studiert mit dem Schwerpunkt Energietechnik und dort bereits im Studium all die erneuerbaren Energien, Windkraft, Photovoltaik, Wasserkraft etc. kennenlernen dürfen, vertiefen dürfen, den Bereich Gebäude. All das war Inhalt von dem Studium. Ich habe dann noch im Anschluss an mein Diplom ein Masterstudium gemacht im Bereich erneuerbare nachhaltige Energietechnik. Das habe ich 2009 abgeschlossen und das war letztendlich der Ausgangspunkt, um mich hier bei EGS Plan zu bewerben. Interessant ist natürlich auch immer die Work-Life-Balance bei einem Beruf. Wie würdest du sagen, dass du ungefähr arbeitest, wie viel und sind die Wochenenden auch manchmal im Arbeitsalltag? Die Work-Life-Balance, das ist, ich sage jetzt mal, auch sehr individuell, was die eigene Erwartungshaltung ist. Ich kann jetzt grundsätzlich berichten, wie es hier im Unternehmen geregelt ist. Wir haben hier als Normalangestellter eine Kernarbeitszeit von 9 bis 16 Uhr. In der Regel sind es 40-Stunden-Verträge bei einer 100%-Anstellung. Das heißt, das ist so der Rahmen, in dem ich mich bewegen werde in der Regel. Und und aus meiner Sicht ermöglicht das so eine 40-Stunden-Woche auch eben genau das Thema Work-Life-Balance. Eben der Ausgleich, dass noch genügend Zeit für Freizeit, für Familie etc. vorhanden ist. Nicht nur die Sinnhaftigkeit eines Jobs, sondern auch das Gehalt ist natürlich ganz entscheidend für die Berufswahl. Wie ist denn bei euch da das Einstiegsgehalt für einen Ingenieur? Das Gehalt ist ja auch immer abhängig von der Qualifikation. Aber wenn wir jetzt mal von einem
Studienabgänger sprechen, der entsprechend diese fachliche Qualifikation mitbringt. Da nochmal differenzieren, ob das jetzt ein Bachelorstudiengang ist oder ein Masterstudiengang. Da sprechen wir von einem Einstiegsgehalt im Größenordnungsbereich von 45.000 Euro. Wobei das bei uns hier im Unternehmen natürlich, sage ich mal, das ist das Thema Grundgehalt, mit entsprechenden Elementen noch individuell angepasst werden kann. Also Thema, ob das jetzt Jobticket ist, Jobfahrrad oder Mitarbeiterfahrrad, ob das die betriebliche Altersvorsorge ist. Das sind solche Aspekte, die man sicherlich dann noch drumherum um so ein Grundgehalt mit berücksichtigen muss. Wenn du zurückdenkst, damals, als du in den Job gestartet bist, hast du ja sicherlich gewisse Erwartungen. Würdest du sagen, dass die nach wie vor der Job den Erwartungen gerecht wird? Ich habe, wenn ich zurückdenke, bei meiner Masterarbeit, da hatte ich mal oder war so eine Befragung, was sind deine Ziele oder was möchtest du nun in deiner Arbeitswelt dann irgendwann bewirken? Und da kann ich mich noch dran erinnern, da habe ich geschrieben, ich will an der Energiewende hier in Deutschland mitwirken. Und mit der Arbeit hier, zurückblickend, würde ich sagen, ja, genau, das kann ich. Es war ein echt spannender Tag heute. Ich bin begeistert davon, was für tolle und abwechslungsreiche Aufgaben es als Energieplaner gibt. Tobias Nusser hat sich für einen Job entschieden, der einen nachhaltigen Impact leistet. Und wie ihr gesehen habt, gibt es großen Bedarf. Wenn ihr euch also für so einen Job entscheiden wollt, dann schaut doch bei uns auf Instagram vorbei und schaut dort auch, welche weiteren Jobs es gibt. Folgt uns unter Wir ernten, was wir säen.